Diese deutschen Promis haben versucht, unser Steuersystem auszutricksen. Uli Hoeneß war ein prägender Kopf des deutschen Fußballs, bis er 2014 wegen Steuerhinterziehung von 28,5 Millionen Euro zu 3,5 Jahren Haft verurteilt wurde. Von Juni 2014 bis Februar 2016 saß er im Gefängnis. Danach wurde er auf Bewährung entlassen. Gegen Uli Hoeneß wirkt Boris Beckers Steuerbetrug von 1,7 Millionen fast wie Kleingeld. Der Gute hatte 2002 das Problem, beim Wohnsitz etwas geschummelt zu haben. Er gab vor, in Monaco zu wohnen, obwohl er sich hauptsächlich in München aufhielt. Das Ergebnis: 2 Jahre Bewährung und eine nette Geldstrafe von 550.000 Euro. Man sollte meinen, dass er aus diesem Fauxpas etwas gelernt hat. Aber nein. Letztes Jahr wurde er in London wegen Insolvenzbetrug schließlich zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Aber wegen Überlastung der englischen Gefängnisse wurde er bereits nach 8 Monaten Haft entlassen. Ganz gut davongekommen. Auch Frauenrechtlerin Alice Schwarzer fiel als Steuersünderin auf. Sie gab zu, seit den 1980er Jahren ein Schweizer Konto gehabt zu haben, das sie allerdings erst 2013 beim Finanzamt meldete. Sie zahlte 200.000 Euro Steuern plus Säumnisgebühren über 20 Jahre nach. Die restlichen 20 Jahre, womöglich mit weiteren 400.000 Euro an Steuern, sind verjährt. Nochmal Glück gehabt. Findest du die Strafen gerechtfertigt oder sollten sie noch höher sein? Schreib's mal in die Kommentare.